zusammen. Hier ist mal wieder Stefanie von Steffs Kreativatelier und ich habe für einen guten Freund diese Double Set Z Fold Card gemacht oder wie auch immer man sie nennt. Die kann er sich so aufstellen, wie ihr seht. Er hat einen runden. Diese Flächen werde ich mit entschuldigt, mit Fotos von ihm noch bekleben und vielleicht auch nur zwei und eine Seite werden wir alle unterschreiben, die ihm gratulieren und ein gemeinsames Geschenk machen. Und da ich die Karte, die geht jetzt so flott, habe ich mir gedacht, ich mache noch eine mit euch zusammen und zeige euch, wie ich die gemacht habe. Die Grundidee ist nicht von mir, da habe ich mal irgendwie vor einem Jahr oder so mir von Kreativ leicht gemacht. Die Lotti hat mal ein Video dazu schon gemacht. Da habe ich mir das dann alles aufgeschrieben. Ich weiß, dass dies war, weil ich es mir dazu geschrieben habe. Ich schreibe mir das ja immer, wenn ich mir so das in mein Buch schreibe, schreibe ich mir auch immer mit dazu, von wem ich das habe. Und das war von der lieben Lotti. Manchmal weiß ich es allerdings auch nicht. Dann habe ich unten Schmierzettel. Und ja. Aber die Idee haben ja schon andere umgesetzt. Aber mir hat das so viel Spaß gemacht, weil das auch so flott geht. Damit hatte ich nicht gerechnet, dass ich die jetzt mit euch mache. So, die kann er sich so aufstellen und dann wäre ja hier ein Foto von ihm und auf der Rückseite eins mit unseren Grüßen. Ich glaube, so mache ich das. Aber wie die Grundart geht, das zeige ich euch jetzt. So, die lege ich hier oben hin. Ihr braucht ein Stück Farbkarton. Ich habe mir jetzt noch zusätzlich Farbkarton in Flamingo-Rot und in Jade zurechtgelegt und mein derzeitiges Lieblingsdesignerpapier, was ihr ab einem Bestellwert von 220 Euro aussuchen könnt. Ich liebe diese Farben einfach und ich mag es einfach. Das passt gerade so zur Stimmung und irgendwie ein bisschen Farbe im Leben ist ja auch nicht schlecht. So, wir fangen aber an mit der Grundkarte. Das ist der Farbkarton in Grundweiß. Und da lege ich dich mal ganz auf die Seite. Hoch je, so auf die Seite. So, und wir teilen das erstmal bei 15 cm. Also an der langen, kurzen Seite anlegen, bei 15 abschnibbeln. Und dann bei 25, aber das machen wir anders. Wir falzen jetzt bei 5. Bei 10, bei 15, bei 20, bei 25 schneiden wir es ab. Und jetzt nehmen wir uns noch die kurze Seite vor, legen sie an bei 5. Was ich jetzt mache ist, ich werde von dieser ersten Falzlinie zur zweiten schneiden. Da lege ich mir die Schneideklinge so an. Bis zur zweiten schneiden. Weg und einmal durchfalzen. Das Ganze jetzt nochmal bei 10 cm anlegen. Und bei der 10 cm, also bei der zweiten Querfalz bis zur letzten runter, weg und durchfalzen. So lassen wir es jetzt. Das ist schon alles, was ihr machen müsst, um diese Karte zu bekommen. Jetzt braucht ihr noch Mattung und für die Felder. Hier kommt ihr, hier haben wir eingeschnitten, ne? Hier ist das große und hier ist das große auf der Rückseite auch. Meine Schneideklinge muss ich wechseln, seht ihr das? Muss ich nachher nacharbeiten. So, das bleibt hier liegen. Jetzt nehmen wir uns einmal, haben wir hier noch was Angefangenes her. Und ja, da auch gleich. So, denn jetzt brauchen wir für die Mattung 4 Stücke in... Also immer Vor- und Rückseite für die 4 Quadrate, jeweils von 9,5 mal 9,5 cm. Und dann nehme ich das Flamingo-Rot. Jetzt gucken wir mal,
Wahrscheinlich reicht es gar nicht. 9,5. Einmal. Ja, reicht natürlich nicht, war klar. Muss ich das denn in der gleichen Farbe machen? Ich mache das ja. So, also nochmal. Da wir eh gleich auch noch die Kleinquadrate brauchen, ist das gar nicht so schlimm. So, 9,5. Jetzt haben wir 3. Jetzt 4. So, und jetzt brauchen wir 14 kleine Fächer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber, und das doppelt, also 14. Aber 6 davon nehme ich in Jade. So, und das sind die Kleinquadrate, die sind 4,5 mal 4,5. So, 4,5 Streifen schneiden. Und jetzt kürzen noch 1, 2, 3, 4, fehlen noch 2, kurze Seite, 4,5, 1 und 2. So, jetzt haben wir 6 davon, 4 davon, 6 davon. Das heißt, wir brauchen, da nehme ich jetzt die Reste erstmal, noch 8 4,5 auf 4,5 in Flamingo-Rot. Eins, zwei, drei, also noch nicht drei, aber gleich drei. Drei, vier, fünf, sechs, sieben und noch ein letztes. So, das kommt weg, das brauchen wir. Und das kommt wieder zum Papier dazu. Kann man noch gut gebrauchen. So. Ach halt, DSP können wir uns auch gleich zurechtschneiden. Dann haben wir alles zusammen, oder? Nein, wir kleben erstmal, damit ihr seht, wie es hier weitergeht. So. Die großen kommen hier, hier oben ist und hier unten ist aufgeschnitten. Auf die Felder natürlich, wo es zusammenpasst. Ne? So, das Ganze natürlich auf der Rückseite dann auch. Dann brauchen wir jetzt 3 hiervon, von Jade oder die Farbe, die ihr euch aussucht. Und der Rest wird aufgefüllt hier mit Flamingo-Rot. So, es ist irgendwie noch früh und Sonntag und schönes Wetter. Da wollen die Worte noch nicht so ganz raus aus mir, habe ich das Gefühl. So, das kann hier weg und Flamingo kann auch weg. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch DSP hierfür. Was ich machen werde ist, und das habe ich nicht hier liegen. Warum habe ich denn die hier nicht mehr liegen? Ihr seht hier, habe ich auf die andersfarbigen, also hier habe ich Abendblau genommen und grüner Apfel, da werde ich einen Spruch drauf machen. Da ich aber noch nicht weiß, welchen, werde ich auch die Karten noch nicht schneiden, sondern erst gucken, für was ich die neue Karte benutze und das dann anpassen. Das wird bestimmt auch eine Geburtstagskarte, aber da ich mir noch nicht ganz sicher bin, lasse ich das frei
Und wir kleben jetzt erstmal das auf, was hier schon liegt. Ich falte das auch erst hinterher. Den Tipp habe ich mir von der Lotti abgeguckt. Sie schneidet sogar auch erst hinterher. Aber ich schneide es direkt. Aber jetzt liegt es noch so schön plan auf. Und wenn ihr das durchfalzt, dann ja, habt ihr so, ich will nicht sagen Schwingung, aber dann habt ihr ja schon so Wellen da drin. Und ihr könnt das Papier natürlich etwas schwieriger auflegen. So ist es schön plan und das passt alles super. So. Ja, auch so schönes Wetter. Wir haben hier wieder strahlend Sonnenschein. Und wir kriegen heute wieder die 30 Grad. Das heißt, wir haben gestern schon beschlossen, weil bei uns die Wochen im Moment ziemlich hektisch und ziemlich intensiv so sind, dass wir heute einen Familiengarten-Pool-Tag machen. Wir haben so einen Aufstellpool. Werden wir genießen, zwischendurch ein bisschen grillen. Also wir werden die Seele baumeln lassen heute, das Wetter genießen. Und da habe ich aber jetzt gerade gedacht, ich kann noch diese Karte mit euch zusammen machen, das Video drehen dazu, weil gerade jeder noch vor sich hin kruschtelt. So, der ein oder andere schläft sogar noch. So, und auf der Rückseite genauso, ne? Hier so aufkleben. Nein, falsch natürlich, muss natürlich anders aufgeklebt werden. Nämlich so. So, das werde ich nachher noch bearbeiten, dass die sind da vom Schneider, von der Schneideklinge nicht mehr zu sehen sind. Dann muss das Messer halt ausgetauscht werden. Tja, ist mal wieder soweit. So. Hoppla. Also das, wie ihr seht, braucht am längsten die Aufkleberei. Die Karte selber so zurechtzuschneiden, habt ihr gesehen, ist total einfach. Aber ich finde es mal nett, weil es auch eine schnelle andere Form ist. Wie ich euch auch neulich schon diese eine Karte gezeigt habe. Hier habe ich noch einen Rohling, die mit diesem Dreifach aufstellen. Kam zwar schon die Bemerkung, dass wahrscheinlich nicht jeder versteht, dass er das aufstellen muss, aber wenn man die Karte überreicht zum Beispiel und sie nicht verschickt, dann kann man das ja sagen. Oder wenn man eine Karte verschickt, also wenn ich Karten verschicke, rufe ich oft die Leute an ihrem Geburtstag auch noch an. Und dann kann man das ja kurz erklären, falls sie nichts damit anzufangen wissen. So. Und ich finde eine andere Kartenform, die auch leicht gemacht ist, die verschenkt man dann auch schneller mal, als wenn das so umständliche Karten sind. Da tut man sich, oder mir geht es so, da tue ich mich dann schwer, die zu verschenken. Nicht jeder hat auch so ein Verständnis für selbstgemachte Karten. Und trotzdem würde ich gerne was Besonderes schenken. Und dann ist so eine einfache Karte, finde ich, immer gute Geschichte dafür. So, jetzt aber endlich zum DSP. Ich möchte so gerne mein Lieblings-DSP. Wenn ich so weitermache, ist davon irgendwann nicht mehr viel übrig. So. Das habe ich mir überlegt, hier hinzumachen. So, und das hier drauf.
Mal gerade mal gucken. Sieht das irgendwie aus? Und dann sollte die Richtung gleich sein. So, dann brauchen wir 4 auf 4 cm. 4 auf 4 cm. Schneiden wir den großen Streifen erst einmal so ab. Den hebe ich auf, weil den kann man noch schön irgendwo mal so hintersetzen. So, und jetzt 8 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4 cm. Nochmal 4. Ist die richtige Richtung, oder? Nein, natürlich nicht. Aber jetzt. So, dann habe ich die. Mal gleich aufpassen beim Kleben. Und jetzt brauche ich noch 4 mal 9 auf 9 cm. Müssen die jetzt hier drauf. Das ist die Rückseite. Fair. So. Und wieder Flüssigkleber nehmen und aufkleben. Ich habe tatsächlich mit diesem DSP noch nichts mit den Rückseiten, die schwarz-weiß sind, gemacht, obwohl ich schwarz-weiß ja auch mag, aber mir gefallen die bunten Seiten einfach viel besser. Das ist so eher was für den Herbst, aber im Herbst finde ich, schwarz-weiß ist dann schon wieder so trübe. Das sind Eichenblätter, dass mir im Moment dazu auch nichts einfällt und ich lieber die farbenfrohen Seiten nehme. So. Gleich geht es ans Falten. Hier bei denen kann man natürlich die Blüten auch schön noch einfärben. Dann hat man seine Farbe auch. Aber wie gesagt, die bunten sind schon so schön, dass ich die jetzt einfach verwende. So rum. Fast hätte ich das anders aufgeklebt. So, und das gleiche Spiel hier jetzt auch nochmal. Jetzt lege ich es mir aber auch hier wieder hin. Ja, gar nicht so einfach. Irgendwann sieht man vor lauter Streifen nämlich auch nichts mehr. Und noch die großen und dann ist es schon geschafft. Ich liebe die Farbkombi. Ich mag das.
das so gerne. So. Und jetzt falten. So, also. Jetzt muss ich gerade gucken. Die bleibt gerade. Die ist so. Die. Habe ich jetzt doch irgendwas falsch gefaltet? Nein, habe ich nicht. So. Es hat sich schon fast alleine so hingelegt. Und ihr seht, wenn ihr es jetzt so gefaltet habt und jetzt so macht, dann springt das immer wieder ein bisschen auf. Natürlich ist das nicht weiter schlimm, aber wenn ihr das erst am Ende faltet, ich fand das jetzt auch einfach, wenn man hier einmal anfängt zu falten, dann hebt sich das hier schon gleich. Haha. So. In die richtige Richtung, wollte ich schon sagen. Und natürlich beim Zeigen klappt das nicht so. So, dann könnt ihr die so aufstellen. Hier noch verzieren. Hier Sprüche drauf auf der Rückseite. Irgendwas noch drauf. Und fertig ist so eine schnelle, besondere Kartenform. Mir gefällt es total gut. Auch so farbenfroh. Die geht bestimmt beim nächsten Geburtstag weg. Und je nachdem, wer sie bekommt, wird sie passend natürlich noch dekoriert. So, und diese Fusseln, die schneide ich jetzt hier noch mit der Schere weg. Das geht ja jetzt ganz gut, dass man das hier einfach so falten kann. Und dann kann man die noch wegschneiden. Das mache ich aber ohne euch. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn bei euch heute auch so schönes Wetter ist, genießt das Wetter. Ansonsten macht das Beste draus. Im Notfall hilft immer basteln. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.